Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, der Manni und ich machen gerade Besprechungen für die nächsten 2 Wochen oder sowas, was wir gerade so machen, wo viele tolle Überraschungen für euch bei sind. Aber im letzten Video haben wir ja ganz kurz zum Schluss den RS4 einmal angemacht. Jetzt werden wir den RS4 nochmal machen, warm laufen lassen und dann werden wir fahren. Wir fahren nur Federdruck. Das heißt, er wird langsamer sein, als er vorher war. Weil es Federdruck bedeutet, dass wir in den Wastegates ist ja eine gewisse Vorspannung drin. Und diese Wastegates kann man betakten mit Luftdruck oder mit Ladedruck, damit diese Wastegates länger zuhalten. Wenn sie länger zuhalten, geht mehr ab. Was hast du eigentlich für Schuhe an? Das sind meine Spaziergeschuhe. Die sind bestimmt 8 Jahre alt oder so. Ja, die sehen auch schon echt funky aus. Ja, die sehen auch ziemlich im Arsch aus. Okay. Die Sohle ist schon Hartplastik. Wir kommen zurück zum Wastegate. Dieser Druck geht dann auf diese Vorspannung der Feder, okay, auf diese Membran, die hinter der Feder sitzt, und kann somit länger das Wastegate zuhalten, somit wird mehr Ladedruck produziert. Und jetzt fahren wir gar keinen Luftdruck auf dieser Wastegate-Membran, sondern fahren nur Federdruck. Und der Federdruck wird sein 0,5 Bar, würde ich sagen, 0,6 Bar wird der Federdruck haben, weil ab 0,5 Bar ist der Abgasgegendruck so groß, dass er dann die Wastegate von alleine aufschiebt. Das werden wir jetzt fahren und danach, die Bremse haben wir schon dort liegen, mit einem Glückstreffer an Farbe, weil sie einfach nämlich nicht lackiert sind. Oh. Ganz genau. Und die Grundfarbe, wie die Dinger aussehen, in nicht lackiert, ist einfach die perfekte Farbe fürs Auto. Die sind nicht rot, aber die Farbe ist brutal geil. So, okay. Wir steigen ein, lassen ihn erstmal warm laufen, weil der Klang von diesem Auto ist einfach jetzt infernalisch. Ich würde sogar sagen, Manni, das könnte sogar eine der geilsten Klangarten sein, die wir überhaupt in der ganzen Firma haben. Ja. Also wirklich. Perfekt. Es ist geiler als der RB26 sogar. Also so ein aggressives Arschloch. Pass mal auf. Geht nicht an. Aber ist krass, oder? Darf er sich erlauben. Ist das? Ja, das ist krank. Dieser Kotflügel hinten, das ist. Das ist einfach schön. Wenn du jetzt gleich das Auto hörst, ne? Im Kaltstart macht er dieses Schießen, weil die Sekundärluftpumpe. Schießen? Ja, der knallt dann so. Schießen? Die Sekundärluftpumpe sitzt hier, ja? Die Sekundärluftpumpe fügt Luft mit in den Kreislauf rein. Somit ist er dann natürlich ein bisschen zu mager und fängt an zu knallen. Also Luftbenzingemisch passt dann einfach nicht. Ich zeige dir jetzt. Was stimmt denn daran nicht, wenn er knallt? Schon laut. Ach so, okay. Das ist richtig. Wir geben ihm ein paar Minuten. Ja, das wird jetzt schlimm. Ja, so. Das wird schlimm gut. Ja, ich habe gerade gehört, die Sekundärluftpumpe ist gar nicht angegangen. Weil der gerade schon warm war. Ach weil so. Die Jungs ihn ja rausgefahren haben zum Waschen. Aber normalerweise würde der jetzt so brummen, der Motorraum ein bisschen. Weil die Pumpe halt hier hinten läuft. Okay. Ja. Aber muss ja auch alles TÜV-konform sein. Ne? Sekundärluftpumpe bleibt drin. Vollkommen richtig. Ja, genau. Was jetzt noch eine neue Optik ist, ist, dass vorne die Nebelscheibe verweckt sind. Was die Fresse, finde ich, nochmal ein bisschen moderner macht. Weil jetzt mehr Öffnungen da sind. Und man hat ja unten die beiden Nebelscheibe noch drin. Ja. Und da es gerade so kalt, das Auto auch noch nicht ganz warm ist von innen, warten wir noch eben kurz eine Minute. Bis gleich. Ja, aber unvergleichlicher Klang ist. Ich würde behaupten, also viel besser wird ein Sechszylinder nicht mehr klingen. Nee. Ja, komm, ja. So, ja, messen brauchen wir eh nichts. Können wir nichts messen. Nee. Weil mit Federdruck, das ist nichts. Nee. Also der Motor lief jetzt schon 5 Mal jeweils 30 Minuten ungefähr. Das heißt, Kolbenring und all das haben auf jeden Fall schon mal sich angefreundet mit der Zylinderlaufbahn. Ja. Also das Einfahröl ist aber jetzt noch drin, oder ist das jetzt schon Einfahröl drin? Ist noch drin, ja, aber wir können jetzt hier keinen Tamtam machen. Ich bin sehr gespannt auf das Klangbild, wenn der jetzt so los will. Es geht, Gott sei Dank, ist nicht ganz so laut, wie ich dachte. Ich finde diese Autos, wenn die sowas auch haben wie hier, schreit es, du spürst, oh, der ist schnell. So, es hat dieses grimmige Tiefe so, ne? Ja. Ja, da unten. Ja, genau, Schaltungsverkürzung haben wir auch jetzt ja ein bisschen länger gemacht, weil das war scheiße. War zu viel? Ja, aber es war viel zu kurz. Ja. Das
Das ist aber toll. Ja, ja, das ist wirklich toll. Kann man so sagen. Das ist echt ziemlich, ziemlich toll. Genau, ich habe gerade noch mit dem Programmierer gesprochen. Und zwar, es ist eine Einfachsoftware, ne? Also das kann ja, dass es hier und da mal ruckelt oder sowas. Es ist einfach nur appliziert auf die Düsengröße, Luftmassenmesser. Er weiß, dass es ein Sechszylinder ist, dass das fährt jetzt so, ne? Wird so eine Software, wenn sie jetzt, sie ist ja jetzt nicht optimiert, sie ist jetzt draufgespielt. Oh, hast du gemerkt, wie der gerade, ich kenne ja das Auto von vorher, ne? Ja. Aber Flo, das sind ganz schöne Turbolader, will ich mal sagen. Achte mal, achte mal. So Turboloch, ich dachte, das wäre schon der Federdruck, ja? Mhm. Dachte, aber ist nicht, pass auf. Da ist mein Schuhloch eingerastet. Ja. Das ist ja krass. Was wollten Sie gerade sagen? Ich wollte fragen, so eine optimierte Software, mhm, weil die ist ja jetzt nicht optimiert. Ne? Du sagst, das ist jetzt einfach nur appliziert für die Düsen, mhm, und so weiter. Mhm. Also nicht Lambda Null, aber irgendwo da in dem Raum. Aber der verbraucht dann dementsprechend auch mehr jetzt in der Phase. Ja. Ja, ne? Ja, ja, ja. Weil danach geht es dann an die richtige Spritmenge und. Genau, genau. Okay. Und das, also die Programmierung macht auch den Brei so heiß. Und ein richtig guter Programmierer gibt es so, so wenige in Deutschland. So, so, so wenige, die es wirklich können. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, ich habe hier die Software gemacht, habe es hier programmiert. Programmieren heißt für mich, du machst von Anfang bis Ende und kriegst nicht einfach schon 90% diese fertige Software und dudelst da noch ein bisschen rum. Das ist nicht Programmieren. Das ist auch Programmieren, das stimmt, das ist richtig. Aber gemacht hast du es nicht. Das ist wie so ein Software-Update auf dem Handy zu machen. Ein bisschen mehr als das. ein bisschen mehr als das und auch ein bisschen komplizierter als das, auf jeden Fall. Aber wirklich programmieren und gerade bei diesen modernen und neuen Autos, wo alle möglichen Regelsysteme sind, weil das Steuergerät einfach irgendwann so sagt, so mittendrin, also die Klimatemperatur muss eigentlich 23 Grad sein, deswegen gebe ich keine Leistung mehr, weißt du? Mhm. Weil irgendwelche CAN-Bus-Signale dir irgendeine Scheiße reinlabern. Das ist schon kompliziert. Da brauchst du halt alle möglichen Checksummen, alle möglichen Werte. Und das ist ja auch nicht mehr so, dass in einem Steuergerät die Daten, dass er dran steht in dem Steuergerät. Hier ist Ladedruck und hier ist Spritmenge. Sondern das sind einfach nur ein Berg an Zahlen. Und darin musst du erkennen, was ist. Ja. Oh, das ist ein ganz tolles Auto geworden. Ein bisschen dröhnt's schon, ne? Nö. Findest du? Ja. Ja, schon. Aber wenn du, sobald du aus der Last gehst, ist weg. Ja. Gibt ja auch Autos, da gehst du aus der Last und hast dann trotzdem diese. Ja. Aber ich finde es dröhnt okay. Ich finde das dröhnen aber gut. Ja, es ist jetzt nicht nervig, aber dröhnen passt schon ein bisschen. Oh, wir gucken mal, wir fahren gleich mal so 110, was so normale Langstreckengeschwindigkeit wäre. So. Ja. Sound, aber zu laut? Dröhnt ein bisschen. Ich find's okay. Lenker ist auch schön. Schaltknopf auch schön. Ey, wie geil. Das Auto war echt ein Rotzkolben, ne? War ein richtiger Rotzkolben. Lack, Innen, Motor, alles scheiße. Und jetzt ist das ein richtig, jetzt schon, ein richtig, richtig, richtig geiles Auto. Ja. Würdest du sagen, das ist das schönste Auto, was du in deiner Sammlung hast? Nein. Nein? Für mich der 903 Turbo. Ach ja, du bist ja, da war ja noch was. Richtig. Nee, 903 Turbo ist für mich schon sehr, sehr toll. Okay. Aber soundmäßig von der Soundbefriedigung, wenn man mal so am Sonntag irgendwann mal so für 10 Minuten, 20 Minuten fahren, so eine Stunde Sounderlebnis braucht, ist das hier schon ganz weit oben. Schön. Schöne, ja, ne? Schöne Leistung. Richtig schöne Leistung. Ich würde den auch so fahren. Ja, ja, easy. Kannst ja machen an sich, ne? Ja, aber hier kommt Krieg. Achso, ja, dann kannst du es nicht machen, easy. Ne? Also, guck mal, wir fahren jetzt so ran, ne? Haben jetzt 3.900 Umdrehungen. Der dreht ja alles, der regelt ja alles weg. Was ist denn das? Nee, man, Nobby, wenn der Ladedruck dann reinkommt in den Karton, ja, kann ne? Kann ich mir schon vorstellen, aber was da ist kommt denn hier richtig jetzt? Schub in die Bude. Was ist denn jetzt schon hier bitte los? So, also, was man aber gerade gemerkt hat, ich habe gerade beschleunigt auf 130 und habe dann gebremst und dann kommt, pass auf, das Auto wird immer geiler, ne? Fahrwerk, Stabis, Achsteile, Gummis, ne? Mhm. Alles neu. Motor, Abgasanlage, hier klappert nichts mehr, Sitze, Leder, Lackierung. Und dann bremst du und dann merkst du, ist so. Die Bremse, pass auf, ich mache jetzt gleich mal eine Bremsung aus so 140, okay? Ja.
Und du spürst, glaube ich, selbst als Beifahrer, so richtig geil läuft das nicht. Okay. Die ist zu. Die ist zu schwach einfach. Ach, dieses Auto, ne? Da macht jetzt der Krämer bei 2,5 Grad die Fenstertür. Die Fenstertür auf hier. Ey, ey. Oder? Das ist echt fett. Ja, das ist der schönste Motorsound, würde ich fast sagen. Ohohohoho. Wenn der in den Lagerraum geht. Nein, nein, nein. Ganz, ganz, ja. Ganz, ganz toll. Ganz toll. Es ist wirklich ein rundum perfektes Auto, ne? Echt toll. Also pass auf. Also langsam ist das nicht, ne? Nein, ganz im Gegenteil. Der ist jetzt schon schneller, als er vorher war, würde ich sagen. So, wir machen mal 100, damit wir keinen Verkehr hier behindern. Ne? Mhm. 100, jetzt bremse ich mal ein bisschen härter. 110 ist das schon. Oh, ist sogar sehr fest die Bremse. Ja. Das war jetzt schon 30-40% Bremspedaldruck. Okay. Und du merkst halt, dass die Scheibe fühlt sich an wie Holz und die Klötze fühlt sich an wie Holz. Also nicht, das ist beides nicht sticky. So die Bremsklötze und die Scheibe haben nicht diesen Biss. So, jetzt machen wir mal 100. 30, okay? Ja. Ja, es wirkt schwammig, ne? Für eine, matschig. Für so ein Auto. So, und deswegen fahren wir jetzt zurück und gucken uns mal die Bremse an, die wir drauf montieren. Und kommen Stück für Stück für Stück weiter auf dem Weg zu einem wunderbaren RS4. Das tut dem Audi jetzt gut. Ja, das ist echt krass, Alter. Danke sehr. Geil, okay. Gucken wir uns die Bremse an. Mach's geht's. So, also Thema Bremsanlage. Gerade mal auf der Autobahn gemerkt, das funktioniert echt scheiße. Mhm. Oder es ist so, wenn du ein komplettes Serienauto hast, dann nicht. Aber jetzt, wo das Auto immer besser und besser und besser wird, fällt halt die originale Bremse extrem ins Auge. Ja? Weil jedes Mal, wenn du Gas gibst, müsstest du danach in der Regel auch bremsen. Mhm. So, und das ist deswegen doof. Dann hatte ich ganz viele Diskussionen, ja, welche Farbe soll man Bremssattel machen? Dann wollte ich mal das originale Audi R8 Grau von den Bremssätteln. Kennst du das? So ein relativ schon mal gesehen. Schöner, leichter Grauton. Und dann habe ich gesucht und dann habe ich das auch gefunden und gedacht, pff, ja, wäre eigentlich ganz geil, ganz passend. Und dann habe ich gesagt, komm, wir lackieren das selbst. Ne? Und dann schicken die Bremssättel zu. Und dann sahen die so aus. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Wir lassen das so. Weil ich finde den Farbton. So Titan, ne? Genau. Titanfarben. Ich finde den Farbton mega geil, passend zu dem Rot. Ne? Ja, klar, weil da so ein Stich ist Gold. Ja, genau. Das passt ja auch gut zu Rot. Genau. Und das heißt, dann machen wir hier noch Move It drauf. Schön. Und dann. Schöne Farbe. Genau. Dann Bremsscheibe wird natürlich dementsprechend größer. Aber wir haben bewusst nicht das allergrößte Paket genommen, weil diese riesengroßen Bremsscheiben ist nicht immer so ganz meine Baustelle. Groß. Nö. Ist das nicht klein? Ja, die ist nicht klein. Nein, wir messen die mal eben. Adapter und Leitung haben wir natürlich auch dabei, die sind da vorne in der Kiste. 37er. Das ist echt. Ja, 70er. Ja, ist okay. Ist echt okay. Es ist nichts Riesiges. Weil die originale Scheibe, guck mal, die ist ja auch schon. Original ist eine. 350 oder so, ne? Ja? 355 oder 350 oder sowas? 36 knapp. Mhm. Deswegen, das ist jetzt nicht viel. Aber halt eine gelagerte Scheibe und gelocht. Und was der große Unterschied ist, ist natürlich hier die Masse. Ne? Das heißt, wir haben hier einen Durchmesser von 40, nee, 35. Falsch rumhalten ist echt ein bisschen schwierig. So rum. 38er, 39er Dicke. Ja. Ja, 39 zu. Das ist nicht viel, glaube ich. Zu 32. Das ist schon ein Unterschied. Was ich aber gerne noch machen würde, ist, wir vergleichen gleich einmal Sattel und Klotz und Scheibe im Verhältnis zu der neuen Anlage pro Seite, wie viel wir uns da verändern. Und dann kommt das ganze Ding drauf und dann wird die eingefahren. Dann sind wir ein Stückchen weiter, ne? Und dann wird im nächsten Video nämlich mal ein bisschen Leistung programmiert. Endlich. Kommt ein bisschen Schub in die Bude. Boop boop boop.
schon schnell, ne? Ist das geil? Was sind die, schnell? Nee, pass mal an. Wow, hä? Ja, das ist wohl noch vom Fahren. Aber das ist ja ganz schön warm noch. Aber das ist doch interessant. Was wir dort spüren, ist die gespeicherte Energie von der B236. Ne? Weil die Hitze, das, was wir hier spüren, ist ja die Energie, der Energieabbau, der in Hitze umgewandelt wird. Mhm. Und also der wird im Abbauprozess der Energie, der Beschleunigungsenergie, wird Hitze generiert und die speichern wir leider in der Bremsscheibe. Und das, was du da spürst, ist von der B236. Finde ich interessant. So, Scheibe. Haben wir schon mal 11,2 Kilogramm Bremssattel mit Klötze und Leitung. 19,6 Kilogramm. Der braucht keinen Adapter. Leitung nehmen wir. Das ist jetzt kein Gewicht, dann hier auch nicht. Und wir sparen uns die Leitung, dann können wir die nicht eingepackt lassen. Also 19,6 Kilogramm, okay? Mhm. Ist eine Seite Audi RS4 als Zweikolben-Bremssattel. Die zwei Kolben sehen wir hier schön. Ja, sieht man das da? Mhm. Kolben 1, Kolben 2, auch schon ein bisschen angerissen unten, die Dichtung. Siehst du das hier? Nee, das ist nicht von der Fertigung. Entschuldigung, mein Fehler, ist nicht angerissen. Das ist von der Fertigung im Pressprozess von dem Gummi. Ne? Das heißt, die beiden Kolben drücken hiergegen und somit wird dann auch dieser Sattel auf dieser Seite mit in Anspruch genommen. Ne? Mhm. Also er quetscht das quasi ein. Der große Unterschied ist, bei der Move-It-Bremse, dass jetzt auf beiden Seiten die Kolben sich bewegen. Legen wir mal hin. Ich habe jetzt ein bisschen dreckige Hände. Soll ich einen neuen Sattel dreckig machen? Kolben sind hier drin 3 Stück. Kolben sind hier drin 3 Stück. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass deswegen sind auch die Leitungen hier. Diese Leitung führen den Druck auch auf die andere Seite. Mhm. Und jetzt wird die Bremsscheibe wirklich von beiden Seiten beanschlagt. Genau. Und wir haben 6 Kolben statt 2 Kolben. Mhm. Macht das irgendwas mit dem Verschleiß der Katze? Ob die jetzt einseitig gedrückt werden oder von beiden Seiten? Bitte? Leckerchen. Was ist das? Macht das was mit dem Verschleiß der Belege? Ob die jetzt einseitig zusammen? Bei manchen Autos gibt es auf jeden Fall, dass der Klotz immer besser aussieht. Welcher? Dass der Klotz immer besser aussieht als der auf den Kolben liegt. Und das ist auch ein bisschen ein Problem bei manchen Autos, weil sehen tust du nämlich den hier. Ne? Und dann sagst du ja, der Kolben, die Bremse geht noch. Genau. Also, wir nehmen einmal die Scheibe. 13,1, wir hatten gerade 19,6, ne? Mhm. 19,05. Adapter brauchen wir in diesem Fall. Mhm. Das ist schon beim selben, ne? Ne. Tick drüber. Aber das ist ein Bereich, der meiner Meinung nach hart zu vernachlässigen ist für die mehr Bremsleistung, die wir generieren. Und ich finde auch, bei so einem stilvollen, großen, geilen Auto ist auch der Bremssattel schon echt ein optischer Schandfleck. Ja, weil viele Autos haben halt einen schönen Festsattel und lackiert und mit Farbe und das da auf einem Auto, was so viel Prestige hat und so viel Sound und so viel Power hat. Deswegen, wenn du kein Heizer bist, finde ich, musst du die Bremsanlage machen, weil es sieht echt scheiße aus. Das ist wahr. Sagte der voll bescheuerte Autotyp. So, die montieren wir jetzt, dann gucken wir uns das Ganze an. Einfahren tun wir sie im nächsten Video. Ich würde sagen, wir gehen schon über den Porn, ne? Würde ich sagen. Weil schon genug gesammelt. Slave it day, slave it night, works days, works night, slave it day, slave it night, works days, works night.